Mein Name ist Jinping Wan, ich bin 29 Jahre alt und bin Software-Ingenieurin. Ich entwickle das Lastmanagement für die Ladeinfrastruktur bei ChargeBig, einer Tochtergesellschaft des Automobilzulieferers Mahle. Die MINT-Fächer hat mir in der Schulzeit sehr viel Spaß gebracht. Deswegen habe ich entschieden, dass ich Elektrotechnik und Automatisierungstechnik studieren möchte, weil ich damals sehr viel Entwicklungspotenzial in dem Bereich gesehen habe. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess. Ich denke, dass die erneuerbare Energie ein wichtiger Schlüssel für eine umweltfreundliche Zukunft ist. Deswegen habe ich ein Masterstudium an der Universität Stuttgart nachhaltige elektrische Energieversorgung studiert. Auf der Messe habe ich mitbekommen, dass Mahle mittlerweile schon Ladeinfrastruktur entwickelt. Deswegen bin ich auf ChargeBig aufmerksam geworden, habe zum Glück eine Zusage bekommen. Seitdem arbeite ich als Softwareentwicklerin für die intelligente Energieverteilung für Ladepunkte. Der Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen ist sehr wichtig, weil mein Programm nicht das einzige Programm im System ist. Ich tausche regelmäßig mit ihnen aus, damit ich seine Bauteile gut verstehen kann und unsere Software miteinander für das System zusammenarbeiten können. Während meines Studiums habe ich meine Leidenschaft für Programmieren entdeckt. Deswegen habe ich entschieden, dass ich nachher als Softwareentwicklerin arbeiten möchte. Und im Beruf kann ich die Programmierung mit meinem Grundwissen über Elektrotechnik sehr gut kombinieren, weil mein Grundwissen über Elektrotechnik mir sehr viel helfen kann, damit ich meine Software tauglich machen kann. Meiner Meinung nach, die Elektrofahrzeuge sind die Zukunft. Ohne passende Ladeinfrastruktur kann die Elektrofahrzeuge nicht wirklich hochlaufen. Und das ist ein spannendes Arbeitsgebiet. Ich kann euch nur empfehlen.